So, leider ist es nicht so, dass man jetzt den Phoenix Simulator einfach geöffnet lassen kann, um die neue Szenerie sich anzusehen. Dazu möchte Phoenix immer erst wieder geschlossen und neu gestartet werden und das mache ich jetzt erstmal. Und hier haben wir den Phoenix RC, den muss ich jetzt zunächst mal mit der neuen Szenerie wieder öffnen. Das ist jetzt noch die alte Szenerie, wie wir hier sehen. Moment, Entschuldigung, das ist schon die neue. Wir haben sie ja unter dem selben Namen abgespeichert. Deswegen jetzt schon der tolle Eindruck, den wir hier haben, mit der Wasserfläche, mit dem sich spiegelnden Himmel und auch mit dem Strand. Ich starte mal, um zu sehen, was passiert. Hier ist der Strand schön zu sehen und ich kann natürlich hier am Strand auch landen. Aber was ich jetzt schon deutlich sehe, ist, der Strand, der verhält sich ja, wie Schmierseife. Das Modell gleitet einfach weiter, weil hier noch keine richtige Untergrundfläche angelegt worden ist. Und etwas Zweites fällt natürlich noch auf. Es ist kein Schatten zu sehen. Wenn ich aber jetzt ins Wasser gleite, dann sehe ich schon hier, dass ab einem gewissen Punkt erstmal die Spiegelung auftaucht und tatsächlich das Wasser auch Wellen schlägt und auch die, ich mache das mal ein bisschen größer hier, ich kann hier reinzoomen, alles was dazugehört, findet hier statt, sogar auch das Hineinplatschen. Nur das ist natürlich jetzt völlig klar, dass das hier nicht geht. Das sieht so aus, wie wenn ich auf dem Wasser fahren würde. Das kommt ganz einfach daher, weil hier immer noch Wasser ist, nur Wasser nicht dargestellt wird. Also, das nächste Projekt besteht darin, oder die nächste Aufgabe, diese Fläche, die der Strand hier darstellen, den Strand darstellen soll, als Strand auszuarbeiten. Das machen wir dann mit Height Maps.